Ja, ich selbst hatte ehrlich gesagt, weil Lotti ist halt wirklich schon eine Gut zu Randfigur wissen. gewesen bei Deponia. Und auch, dass sie später nochmal wieder auftaucht, so viel darf ich vielleicht schon mal vorweggreifen, in einem der späteren Teile, war nicht von Anfang an geplant. Und keine Ahnung, warum gerade dieser Charakter halt so viel Anklang gefunden hat. Und das tatsächlich nicht nur bei Leuten, die sich halt irgendwie über YouTube bei Let's Plays halt irgendwie informiert haben und zuckersüß fanden, wie sich Nicht nur. unser Lieblings-Let's Player Gronkh halt in Lotti verliebt hat. Einfach Wie sehr oft der interessant. Gronkh erwähnt, das ist doch Und halt teilweise eben schon auch tatsächlich beängstigend. in der Presse und auch in der internationalen Presse ist Lotti halt zumindest immer aufgefallen. Und ich weiß tatsächlich, erinnere ich noch, dass ich eine Mail sehr, sehr lange beantwortet habe. Da habe ich mir sehr viel Zeit und sehr viel Mühe genommen von einem aufgebrachten Kunden, der tatsächlich ungehalten darüber war, dass wir uns in Deponia über transsexuelle Was? Neigungen lustig machen. Mit dem Wie? Charakter Lotti nämlich. Und das hat mich halt irgendwie gestört, weil Lotti ist ja eigentlich, auch wenn das ihr Falsetto zugegebenermaßen klischeehaft übertrieben ist, ist sie ja selbst gar kein lächerlicher Charakter, sondern der Was? lächerliche Charakter ist ja immer der Rufus. Und die Ja. Leute sind halt eigentlich alle Opfer von Rufus. Ja Und gut. besonders schön ist, dass tatsächlich aber auch Rufus halt überhaupt zumindest keine normalen, herkömmlichen Vorurteile oder Intoleranzen hat. Wie? Ihn stören an Das geht Charakteren mal ja so, das ist ganz ja. andere Sachen, als es halt herkömmliche Idioten tun. Ja. Denn Ja. herkömmliche Idioten zeichnen sich ja tatsächlich durch eine gewisse Intoleranz aus. Rufus ist aber ein ganz besonderer Idiot, ein Idiot der speziellen Art. Und der hat eigentlich Ach eine so. sehr liberale Art der Intoleranz. Und zwar findet er alle anderen Leute dämlich. Und deswegen ist er in dieser Hinsicht eigentlich sehr, sehr liberal. Er behandelt Ja. eigentlich alle gleich. Er behandelt alle ziemlich scheiße. Ja Und die gut. Opfer können halt aus allen Lagern kommen. Das ist die letzte Konsequenz des liberalen Gedankens. Am Beispiel von Deponia. Herzlich willkommen. Mein Name ist Pokey Pokinson. Genau. Hier hatten wir denn schon angesprochen. Ja, aber irgendwas muss man hier machen oder hier oben. Irgendwas muss Rufus man hat den mir ein Bier von Tauben Frau Hennings geben. Karton geklaut. Rufus möchte das Haus retten. Müssen an diesen Wippvogel rankommen, aber dafür müssen wir erst in den Tresor. Und um in den Tresor zu kommen, müssen wir an die Knickerfolie kommen, die wiederum irgendwo da draußen ist, wo wir nicht hingehen können. Oder? Ja, irgendwo hier muss. Wir müssen das Erdmagnetfeld erst manipulieren, damit wir an das Ding kommen. Und um das Erdmagnetfeld zu manipulieren, müssen wir dieses Ding finden, mit dem man das Erdmagnetfeld manipulieren kann, das wir nicht haben. Aber wo ist denn dieses Ding? Rufus hat die Hast alte du das? Maschine missbraucht, um Schindel Hast vom du das nicht Anschluss gehört? abzustehlen, was? Rufus ist ein Nichtsnutz, Rufus hat die Schrauben Kann vom ich jetzt Kinderkarussell funken? Ich fand geklaut. diesen Apparat aus. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Was Traktor war das mit den geklaut. Tauben? Du meinst die Tatsache, dass Was? ist das Rufus nicht... ist gespritzt im Ja. Getreidesilo. Aber Rufus hat die alte wie Maschine macht der missbraucht, das? um Darf ich Schindel jetzt vom vielleicht was? Anschluss Die brauche abzustehlen, ich also. was? Nerv nicht. Rufus Von ist wo ein aus kann ich denn... Nichtsnutz. Nein, ex... Außer diesem Rufus Apparat hat gibt die es... Na Schrauben gut, vom beleidigt. Kinderkarussell geklaut. Wieso lachen? Na gut, so Rufus und... hat die Antenne von Frau Ja, Henkels aber jetzt Traktor sind wir ja nicht geklaut. Mach weiter. das. Sehe ich genauso. Rufus möchte das. Bitte. Darf ich in den Tresorraum? Nur... Das... Darf ich in den... Nur... Das können... Ja, das hatten wir Du schon. hast also ein Faible für... Leider und... Ersatz Und ich... und den Ersatz Doch. und In... Pot. Bis später. Ja, Hinweis. Den Postbot auf die Knickerfolie aufmerksam machen. Ja, die Lieferung abfangen. Wie manipuliere ich die Posttauben? Das haben wir ja soweit hingekriegt und das da. Können es natürlich noch mal probieren.
eingeben. Adresse. Was? Ja. Frankierung wird gescannt. Fehler. Ja. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport. Kleine Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein schweres Pack. Taube aus Groß. Rufus hat die erste Maschine missbraucht, um Schinden vom... Ja, aber wo geht das hin? Rufus ist ein Niedriger! Nee, wie können wir dem das Mikro geben? Das hab ich seinem Chef geklaut. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Dann nicht. Rufus hat... wie dann? Ist auch nichts los. Aber wo ist dieses Erdmagnetfeldmanipuliergerät? Muss doch hier irgendwo beim Bürgermeister sein. Ha! Ich habe das Rätsel. Schade, dass keine Geschichtsschreiber hier sind. Andererseits, es reicht wohl. Ja. Ha, Schatz. Andererseits. Nanu? Naja, auch gut. Ja. Irgendwas müssen wir noch in diese Schublade packen können. Kissen. Ach. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Ja, darauf muss man mal kommen. Von mir sein können. Ein Gerät, das die Idee hätte. Ja, dann. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Rufus hat die erste Maschine missbraucht. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnet. Richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumrede. Ich liebe es, dort zu spielen. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Ja. Gut, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld. Kann man hier das... ja. Knopf. Es gibt aber nur diese beiden Knöpfe. Habe ich das Gefühl.
müssen die kleine Taube in den fetten kriegen. Sind da überall mittlere Tauben drin? Das ist ja nicht das, was ich wollte. Was ist denn jetzt der Knopf? So. Ich verstehe noch nicht so ganz. Das sind überall mittlere Tauben. Wenn ich das jetzt so mache, dann haben wir da wieder die kleine und da die dicke. Wir müssen in der Mitte klein kriegen. Jetzt ist gar nichts da drin. Hier ist der Knopf. So, ich schau mal nicht. Nee, das ist es auch nicht. Ja, aber das hilft mir ja so nicht weiter. Nee. So nicht. So vielleicht. Ah, jetzt ist hier in der Mitte gar die Kleine. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Das ich heißt, habe hier diese Geschenkgutscheine. Geschenkgutscheine geben Sie Adresse. Ja. So, ja, das haben wir ja schon. Ja, jetzt muss man sich das Ganze nochmal ansehen. Frankierung wird gescannt. Ja, mach schneller. Fehler, das Paket, Auffüllung. Knicke, die Knick, oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Haha! Genau das wollte ich. Sind wir schon so weit? Nimm mit! Knick, hehe. So. Knicke, die Knick, oh yeah. Fehler. Ja. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick, oh yeah. Wie du willst.